Das einzige Problem, dieser Weg führt jetzt natürlich in unseren Garten. Mein Inventar ist voll. Ich würde dann später, wenn wir irgendwann das Dorf hier hinbauen, den Weg irgendwie ins Dorf dann ableiten. Aber da ist schon noch Zeit. Das Skelett ist weg, dann kümmere ich mich auch nicht weiter drum. Oh ja. Also gut. Ah ja. Muss links weitermachen. Ja, ich mache jetzt erstmal mein Inventar leer. Ja, das muss ich mache ich auch gleich, wenn ich wieder da bin. Wobei, warte mal, es wird gerade dunkel. Vielleicht baue ich auch erst noch eine Beleuchtung für den Weg. Ja, mir ist egal. Du willst nur nicht Stein abbauen die ganze Zeit. Ja. Haben wir noch Diamanten? Ja. Bräuchte dann eine neue, also eine reparierte Spitzhacke. Am besten zwei. Eine Diamantspitzhacke? Ich habe zwei, nee, ich habe eine. Aber wir haben in der Truhe noch welche. Ah, sehr gut. Glaube ich zumindest. In der Werkzeugtruhe oder in der Sortiertruhe? Ich guck gerade. Ne, da ist keine mehr. Habe ich die benutzt? Ich dachte, da lag noch eine. Na, eine habe ich auf jeden Fall oben gehabt. Die nehme ich einfach. Ja. Hast du noch Laterne? Ne, die in der Schalkertruhe. Mensch, du nicht, du hast doch vorhin gesagt, du hattest noch Laterne dabei. Ja, die habe ich da rein. Hast du die wieder rein? Aber ah. Zwei brauche ich. Wobei, ja, eigentlich. Doch zwei hätte ich gern noch so für mich. Für die Bahnstrecke, okay. Um genau zu sein. Ja, gut. So. Schlafen. Bin gerade an meinem Bett. Ne, ich will den Weg eigentlich ausleuchten. Das ist ganz gut, okay. Wenn es da dunkel ist dazu. Ja. Wo ist unser Amboss? War der? Ach, hier. Kapitel 3. Weiter geht die Bauerei. Ja. Das Skelett von vorhin. Ah, um das du dich nimmer gekümmert hast. Wir sind drei Skelette. Aha. Mann, Mann.
Oh, ich sammle gar nicht alle Steine auf. Das geht ja nicht. Oha. Gut, noch 10 Minuten haben wir. In der Zeit sollte ich den Tunnel fertig kriegen. Und ich sollte die Beleuchtung fertig kriegen. Hier. Ja, ich höre sie bei mir auch schon, aber ich glaube, das ist wieder die Höhle, die ich jetzt wieder passiere. Na, bei mir nicht. Jetzt bin ich aber schon bei der Kirche. Oh. Dann sollte das jetzt gehen. Vielleicht ein bisschen um die Kirche noch so ausleuchten. Ja. Alles nach viele Monster. Gleich bin ich da. Das ist sehr erfreulich. Ja. Ich hab's genau gehört. Ja, ich leider auch. Mein Wald wird mir zum Verhängnis. Ich sag das ja vorhin schon. Das ist ein Problem. Gut. Dann würde ich jetzt mal schlafen. Kannst du das gerade? Nee, ich leuchte jetzt noch aus. Ah, dann bringe ich dem Dorfbewohner sein Bett so zurück, ohne nochmal drin zu schlafen. Ja. Aha, hier ist schon ein Zombie. Gute Nacht, Zombie. Oh, und da hinten ist ein Creeper. Diesmal habe ich ihn gesehen, rechtzeitig. So. Dieses Haus hier steht richtig abgelegen. Da kriegt er wieder sein Bett. So, bist du im Dorf? Ja. Dann kannst du ja den fertigen Weg begutachten. Theoretisch ja. Weil ich gehe jetzt dann auch den Weg lang.
Ja, zurück. Ich muss es wann. Scheißdreck, Alter. Oh je. Ich muss das wann anders machen. Oh. Denn ich gehe jetzt nochmal den Tunnel zurück und leuchte den aus. Damit genau sowas nicht im Tunnel auch noch passiert. Ja. Jetzt wird es schon wieder hell. Ja, das sieht doch gut aus. Ich gehe jetzt nicht den ganzen Weg lang, aber ich... ein Teil. Ich schau nicht, muss ich zum Dorf. Was machen? Das Creeperloch reparieren. Ach so, ich habe meins schon repariert. Ich hatte zum Glück Erde dabei. Na, ich nicht. Hallo. So. Sollen wir dann am Dorf aufhören oder am Haus? Am Haus, ich komme dann wieder zurück. Weißt du was, ich reite jetzt den Weg mit dem Pferd lang. Lauf ich halt nochmal zurück. So. Auf geht's. Frei. Schön. Bin schon beim Dorf. So. Ich baue jetzt noch die ganzen Erze ab, die ich hier im Tunnel habe. Hat sich gereimt. Mhm. Hoffe, das sind nicht allzu viele. Hier. Ah, da ist schon Dorfbewohner. 26 Kartoffeln. Hey, ist das unser. Das ist doch unser Stammfreund hier, der ständig hier hochkommt. Wahrscheinlich gehört dem das Feld hier. Das kann sein. Nicht Behutsamkeit nehmen, verdammt nochmal. Um die Kirche habe ich jetzt nichts ausgeleuchtet, das mache ich mal anders. Okay. Denn jetzt geht's zurück. Aule Ausrede, sage ich dann. Ja. Ich fahre, glaube ich, nochmal die Bahnstrecke lang. Wobei... Mhm. Nee, ich reite mit dem Pferd über diese kleine alte Brücke und guck mir von der anderen Seite an, wie der Weg aussieht. Ja. Geh auf den Leuchtturm und guck mir da an, wie es aussieht. Und dann ist die Render-Distance zu kurz. Nö.
Müsste reichen. So. Ich hab zu wenig Cleanstone mitgenommen. Anderthalb Stacks reichen nicht. Oh. Gut, ich fülle halt auch jedes Loch komplett aus. Ich hätte auch einen anderen Block zum Ausfüllen mitnehmen können, aber da habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Ach. Das sieht schon geil aus. Da müssen jetzt noch mehr Bäume hin. Weil jetzt sieht man, dass welche fehlen und dass halt wieder schön am Hang ist. Und das ist schon echt geil. Oh. Und vom Leuchtturm gefallen. F. Wir könnten mal eine Karte machen von hier. So lange muss es nicht wieder aufhängen. Nein, muss ja nicht so groß sein. Ach so. So eine, weißt du? Ja, das geht. Kann ja den Maßstab ein bisschen höher machen. Mann, ist das viel Kohle hier. Ja. Sehr schön. Ist einfach ein endloser Tunnel. Der verschwindet im Nebel. Oh ja, stimmt. Ein bisschen sehe ich dich da hinten noch. Ich glaube, deine Render-Distance ist höher als meine. Ich glaube 15. Nee, ich habe immer 12. Ja. Die ganze Kohle. Wie bei einem Überfall. Genau. Letzte Kohleader. Das Auffüllen mache ich wann anders. Das lohnt sich jetzt nicht mehr. Ach so, faule Ausrede, will ich nur sagen. Ja, wir können gern auch überziehen. Also aber wegen dann, sowas nicht. Ja, richtig. Deswegen komme ich jetzt zurück. Alter, habe ich jetzt stackweise Kohle. Geil. Endlich. Sollen wir ins Haus gehen? Nee, da leckt's. Ich habe eine schöne Laterne. Das war die letzte, die ich noch hatte. Gut. Dann. Was war schon vor? Oh. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.